So, an dieser Stelle ein Video, vor dem ich mich lange gedrückt habe, einfach weil ich diese Instrumente nicht spielen kann. Das sind Psalter, Streichpsalter vielmehr und vielleicht allgemein zum Psalter. Der Psalter, also Zupfpsalter vor allen Dingen, ist ein Instrument, das hat eine sehr lange Geschichte. Gibt es seit dem Mittelalter, da ist es dokumentiert. Ist angeblich mit den Kreuzzügen rübergekommen und verwandt mit den Kanunen, das es heute im türkischen oder im arabischen Raum auch noch gibt. So, diese beiden Instrumente hier, die ich hier habe, sind Streichpsalter. Das ist eine relativ moderne Sache, und zwar 20. Jahrhundert, spätes 20. Jahrhundert. Die werden im Bogen gestrichen und man sieht das hier, nein, liegt mal beiseite. Auf der einen Seite haben wir die weißen Tasten sozusagen, also die Ganztöne, auf der gegenüberliegenden Seite die Halbtöne, also die schwarzen Tasten, wenn man so will. Hier. Diese Instrumente werden in Rumänien in einer Geigenbaumanufaktur für uns gefertigt. Und hier, dass man ein bisschen Orientierung hat, sind die einzelnen Töne eingebrannt in die Decke, sodass man sozusagen nicht Blindflug machen muss. Das Instrument selber hat einen Korpus aus Ahorn und eine massive Fichtendecke und hier eine ganz hübsche Rosette dran, aber das sieht man auf den Fotos wahrscheinlich noch ein Stückchen besser. Ich selber habe bisher immer gedacht, man könnte nur Viertelnoten drauf spielen, weil das war tatsächlich der einzige Einsatz, den ich bisher gehört hatte, wenn überhaupt, auf einer Triant-CD oder so. Aber seit kurzem arbeitet Susi bei uns und Susi ist Streichpsalter-Profi, wenn man so will. Zumindest kann sie viel mehr als Viertelnoten. Ja, und das Ganze klingt dann so.